Da sind wir auch schon wieder zurück mit Kirby 64, die Kristallstückchen. Schön, dass ihr wieder einschaltet. So, unsere Gruppe wächst, die alle Ribbon helfen wollen, den Kristall wieder zusammenzusetzen. Also geht's gleich weiter, denn ja, Popstar, sollten wir heute eigentlich schon durchspielen können. Das erste Level. So, ich finde die Fähigkeit ja echt kacke, ey, mit der Glühbirne, also wirklich. Dann lieber dort hier. Stupen, ja, Bomben. Bomben sind doch cool. Boah, Alter, und Wutz. Mist. Ja, Doppelbombe, Leute. Was macht eigentlich Doppelbombe? Gute Frage, ne? Hier mal ausprobieren. Doppelbombe. Und, Alter, okay. Richtig übel. Was sind denn Verfolgungsraketen? Okay, gut, wartet mal. Eigentlich finde ich ja echt hier Feuer und Bombe. Ist eine coole Kombination. Mit dem. Ja, nee, Feuer und Dings, das macht ja das Schwert, ne? Ja, Feuer und Bombe ist dieses Feuerwerk. Damit ist man irgendwie unbesiegbar. Hier mal, ups. Her damit. So. Boom, boom, boom. Yeah. Aua, aber nur dreimal kann man es einsetzen. Ja, Boots, 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 Boots. Geh mal her, essen hier. Ich bin ja gleich tot. Oh, oh. Ist aber gar nicht toll. Alter, wir gehen in ein Schloss rein. Ja, und Kirby-Kenner wissen doch genau, wem dieses Schloss gehört, oder? Jetzt kann nur dem einzig wahren, selbsternannten König gehören. Vor allem, man sieht's auch an der prunkvollen Aufmachung. Okay, Genau, und dann nochmal wegen der Steuerung, ne? Vielleicht wegen solcher, Gebiete hier, dass man halt mit dem Joystick oder so nicht spielen soll, weil sonst kommt man vielleicht auf die Idee, dass man hier im Raum rumlaufen kann, aber man kann echt nur vor links nach rechts gehen. Und mit dem Digi-Kreuz ist es einfach einprägsamer. Ne? Anstatt mit so einem 3D-Joystick. Wie sieht's denn hier aus, Adam? Okay, okay, jetzt bewegt sich von alleine. So, Sternchenbeuge ist nicht. Da geht mit dir. Zack, der bringt halt ein neues Leben. So, wow, er springt ja erstmal hier. Was ist das denn hier für jeder? Wow, 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 okay. So. Abtauchen. Nee, doch nicht. Wir sollen nach oben. So, an den Plattformen hier ist auch, muss man auch aufpassen, weil da zieht sich Kirby von alleine hoch. Also einfach gegenspringen. Uah, hoch genug. Und dann macht Kirby einfach so einen kleinen Abstecher. Flups. Flups. Okay. Das war's. So. Wieder draußen, aber auch schon bald oben. Wieder nach links gehen natürlich. Klassisch. Zack. Full Heal. So, wo sind denn jetzt hier die... Hallo, ich brauche die Teile hier. Wartet mal, ich schmeiß das hier mal weg. Vielleicht wollen sie echt, dass ich hier einen Bumerang-Typen nehme. Ja, am Anfang ist es ja so, dass man die Fähigkeiten, die man braucht für bestimmte Rätsel, dass man die halt im Level selber noch bekommt, ja. Aber später nicht mehr. So, ich zeige euch mal kurz den Doppelbumerang. Oder auch nicht. Der Doppelbumerang ist, naja, der ist, wie soll ich sagen, einfach ein größerer Bumerang. Wow, 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 nicht. So, wartet mal. Du, komm schon. Ich weiß nicht, ob ich springen muss oder ob er trotzdem trifft. Fail. Okay, wartet mal, dann müsste der wieder gespawnt sein. Ach Mensch. Ich will den Doppelbumerang, verdammt nochmal. Och Mann, ich schaff das einfach nicht. Ich bin zu doof. Ja. Ich bin doch so doof. Warte mal. Respawn. Respawn, Leute. So ein bisschen. Flups. Geht doch. Double Boomerang. Er wirft einfach seinen riesen Face mit Zacken. Ist okay. Wenn das aussieht, dann kann ich aber sehr schlecht mich bewegen und auch nicht fliegen, während der Boomerang läuft. Also muss man echt aufpassen, dass man den nicht vielleicht ein bisschen zu ungeplant einsetzt oder an einer doofen Stelle, dass man dann in den Tod fällt. Und wieder rein ins Schloss. Wow! Ah, guck mal, hier braucht man sogar den Boomerang, weil das eine grüne Barriere war. Na, und ihr seht ja auch, die jeweiligen Fähigkeiten sind farbkodiert. Und da kann man so ein bisschen dann auch darauf kommen, was man halt so für Farben einsammeln muss und so. Und später gibt es halt auch noch doppelfarbkodierte Behinderungen, dass man halt weiß, okay, man braucht hier eine Kombofähigkeit. Aber sehr gut. Oh, hi, Adeline. Was machst du denn? Wie unterstützt du mich denn? Oh, einfach mit einem One-Up. Dankeschön. Wie die mir alle helfen, ne? Einfach alle zu nett. So, ah, guck mal hier. Ganz easy going. Kristall Nummer 2. So, überleg echt, ob ich den Doppelbumerang behalten soll. Oder lieber, ja, den Lanzenträger. Das ist dann so eine Stachelfähigkeit wieder. Nehme ich Lanzenträger? Ach komm, Bumerang ist groß. Danach habe ich zwar keine wirkliche Bewegungsfreiheit mehr, aber ist egal.
Gott, wir sind ja schon gleich. Sind ja schon gleich ganz oben, Leute. Stacheln und Bumerang, das wäre auch noch eine coole Kombi. Jetzt sind noch höher. Ach du meine Güte, ja noch höher. Da habe ich ja noch mal Feuer. So, wartet mal, ich nehme mal irgendwie doppelt Feuer oder sowas. Wo soll ich denn jetzt überhaupt hoch? Ich glaube hier. War da gerade Elektro an dem Ding hier dran, ne? Wartet mal. Da kam gerade irgendwas Elektronisches drunter, kann das sein? Ja, da. Okay, egal. Ich will doppelt Feuer. Stoop. Yeah. Und guckt euch das an, Leute. Wow. Alter, das geht übelst lange, der Strahl. Aber gut. So, Frischluft. Typisch DDD. Oh, wow! Es ist DDD! Flame! Alter, ich kann nicht mehr steuern danach. Bis überall, wow! So. Wie viel Damage der auch dadurch bekommt, oder? Ja, das sind halt echt ein bisschen einfacher als die typischen Kirby-Games. Yeah! Oh, nicht getroffen. Ein bisschen zu hoch. Und tschüss. Oder doch nicht tschüss? Ja, die Energie ist aber... Oh Mann, ist da auch alles hier aus den bekannten Kirby-Spielen. Immer diese ganzen Referenzen, ey. Okay, muss man, dass sein Bauch wieder aufgeht. So, jetzt eklig. Boom. Wow. Okay, er geht auch wieder auf. Genau wie damals. Und tschüss. Jawoll! Und wieder ein Level complete! Na, DDD, kommst du jetzt auch mit, oder was? Tja, ja. Ne, weil so wirkliche... krasse Gegenspieler hat Kirby ja eigentlich nicht so wirklich. Also zumindest nicht auf seinem eigenen Heimatplaneten, ja. Sei es DDD oder Meta Knight. Übrigens, ne, Meta Knight kommt in diesem Spiel hier nicht vor. Nur schon mal vorweg. So, komm, ich will jetzt mal diese olle Karte da hinten haben. Wie mach ich denn das? So, ja! Yes! Ja, eine Sammelkarte. Oh Gott. Ja, müsste man die, wenn denn, farmen? Dass ich immer so das erste Level zocke und dann am Ende mal eine Karte mitnehme? Wobei, eine Karte ist auch nicht immer da, tatsächlich. So, jetzt kommt auch schon der erste Boss und dann haben wir das erste Level sogar schon komplett. Und ja, das ist jetzt hier, weil es das erste Level ist, sind hier nur drei Welten, ne? Später gibt es noch mehr, da hat man immer, ja, an sich nur eine Welt mehr, ne? Anstatt nur drei Level plus Boss, hat man dann vier Level plus Boss. So, und es ist natürlich auch der allseits beliebte Scheißbaum, ja? Der ist immer der erste Endboss. Naja, okay. Oh mein Gott, der hat Nachwuchs bekommen. Was ist denn hier los? Jetzt wird die komischen Kinder hier alle umbringen. Alter, wie lange ich da fliege? Instant Kill. Und Boots. Tja. Oh, oh. Ich glaube, ich hätte seine Sprösslinge nicht down machen dürfen, oder? Wie mad er ist, wie er guckt. Wow, ne dum 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 dum. Oh, er will uns mit Vitaminen umbringen. Verdammt. Ja, keine Chance, oder? Immer schön auf die Wurzeln, Ruff. Hau doch mal bitte einen Äpfeln. Ne, natürlich sind die Äpfel dafür da. Als immer wieder eine Option, um ihn ohne Fähigkeiten zu besiegen. Aber wir sind einfach zu krass. Und machen das ganz easy mit Fähigkeiten. Ich meine, warum nicht? Mach doch mal deine Äpfel weg. Und tschüss. Oh, wie traurig er ist. Oder richtig disappointed. So, ich hab schon wieder verloren. Und diesmal habe ich nicht nur den Kampf verloren, sondern auch meine drei Kinder. Tja, Kirby ist halt fies. Yes!
Ah! Ist doch aber auch schön, oder? Dass immer so das Ganze mit so süßen kleinen Cutscenes untergemalt wird, so ein bisschen halt von Level zu Level. Und ja, irgendwie hat Ribbon einfach ein schwarzes Loch aufgemacht oder so ein Wurmloch, wisst ihr, einfach zum nächsten Planeten. Geht halt auch so schneller, ne? So, wir kommen jetzt vom Popstar zum Rockstar. Yeah. Ist das der Musikplanet? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das hier aber schon ein Planet, wo wir mehrere Level haben. Und eins müssen wir auch noch schaffen. Ja, kommt, Leute! Wow! Okay, Wüstenplanet, ja, oder Rockplanet, ne, Rockstar, ihr könnt schon denken, das ist ein steiniger Erdbodenplanet. Oh, Alter, wenn man natürlich auch ganz ungünstig zum Stehen kommt, dann boom, 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 halt, das war zu essen drin, ich brauche was zu essen. Kirby muss doch essen. Autsch, und bleibt ja verloren, den Tumpunkt. So, Kakteen, was machen die denn hier? So, warte mal, ich glaube, ich nehme mal wieder Stone. Stone ist cool. Vor allem Doppelstone. So, dann marschier ich einfach durch, Mann. Wartet mal. Oh, scheiße. Ups. So, schön essen. Einfach platt gedrückt. Keine Chance, Alter, gegen Kirby, den Titan. Zack. So, jetzt sind hier wieder Stacheln. Braucht man die? Ja, bestimmt nicht. Upsala. Alter, vor allem, wenn Kirby sich aus der Steinformation hier wieder entfernt, ey, ist das auch übelst der Schaden. Voll krank. Willst du irgendwo nach oben vielleicht? Nö. Ab in den Dungeon. Ja, wie fetzt die Mucke hoch? Aber okay, irgendwo sind wir denn jetzt. Ey, da, oh, hier rieselt sogar der Sand runter. Da muss ich da erstmal ganz nach oben fliegen. Ne, um zu gucken. Hier für extra Goodies. Und da oben ist sogar ein Crystal. So, aber wieso, wie sieht's denn hier unten überhaupt aus? Ah, okay. Typen, die, komische Augenblöcke. Was zur Hölle, aus Gummi? Ich mach mal kurz hier. Boom. Na guck, da fliegt man einfach rüber, oder? Kann zwar nicht unendlich lange fliegen, aber hey, bis hier reicht's. Achtung! Alter, und zack. Erstes Mal die Reihe voll und ein One-Up bekommen. So, mehr ist hier doch nicht. Hier nochmal Doppelstone. Ist okay. Jups. Hups. Komm, Kirby. Oh mein Gott, ein Endboss. Okay, das macht ihm leider keinen Schaden. Ich muss wohl von oben. Okay, jetzt ist die Steinfunktion ein bisschen doof. Ich gebe es ja zu, aber ich kann auch. Flops. Ganz klassisch einfach. Flops. So besiegen. So, busch. So, busch. Auf und zu. Busch. Oh, boom, yeah. Boah, voll schnell. Zack. Nächster Kristall. Und ja, kann ich irgendwie nochmal die Wand aufsprengen durch meine wuchtige Masse? Nö. Einfach eine Hinderung, dass man wieder zurückkommt. So, noch ein Kristall fehlt, ne? Man kann auch richtig schön, falls man einen verpassen sollte, die Steine werden einen in der richtigen Reihenfolge angezeigt. Im Level-Menü. Was zum... Sand! Oh nein. Ja, das wird unser sandiges Grab. Und dann hat er gar keinen Bock. Ich hoffe, der Sand kann einem nicht schaden. Ich bin einfach mal schnell. Ups. Kirby hält sich schön von alleine fest. Das ist doch schön. Nehmen wir schnell dran vorbeirollen. So. Immer mehr Münder öffnen sich und immer mehr Sand wird gestreut. Hey, wir sind schon ganz oben. Geht's noch so weiter? Was soll ich jetzt machen? Ich werde selber zu Sand. Leute, wir stecken fest. Ach. Waddle Dee hat uns einen Freigang gesprengt. Ist das nicht nett von ihm? So, okay. Zu. Na gut. Oh nein. Okay, Leute, das ist ja fies. Hier brauche ich, ihr seht, das ist eine farbkodierte Wand wieder. Gelb
Und braun. Also ich brauche halt eine Elektro-Steinfähigkeit. Kann ich die noch hier kriegen? Ich glaube nicht. Hier gab's doch nicht ein Elektrovieh, oder? Also da müssen wir schon mal dann backtracken. Außer wir finden hier nochmal sowohl Elektro als auch Stein. Wird aber, glaube ich, schwierig. Ja, dann muss ich mal einfach hier rumschippen. Na, und doch nicht. Ja, oh doch, hier ist ja tatsächlich noch Elektro. Okay, aber Stein wird es nicht mehr geben, oder? Ich guck mal, vielleicht. Stup, in der Hoffnung. Ob es hier noch Stein gibt. Ich guck mal, aber denke ich nochmal zurück, ne? Immerhin ist es ja das Anfang des Levels. So, die Pflanzen im Hintergrund sind natürlich, ja, fies. Die wollen mich nur angreifen. Was hat denn da? Nee, das ist kein Stein. Gibt's ja kein Stein mehr. Ach, komm schon. Komm schon, die müsst du einfach noch einen Stein geben, oder? Bitte. Bitte, dann kann ich nochmal zurück. Nö. Okay, wenn ich jetzt hier weitergehe, müsste das Level zu Ende sein. Na super. Ja, es gibt ja kein Zurück mehr, ihr habt ja gesehen. Der Weg ist zu mit Sand. Oder nicht? Mensch. Ja, und wir sind am Ende des Levels. Toll. Super toll. Eigentlich müsste man jetzt wieder direkt zurückgehen. Ja, aber das ist ja so wirklich nicht schwer. So, komm, wir machen mal das Level nochmal komplett. Und das meine ich mit der Reihenfolge. Dann hätte ich jetzt wirklich den zweiten vergessen, würde auch der mittlere fehlen. Dass man immer so auch sich erahnen kann, wo ungefähr im Level man was übersehen hat. Komm, wir machen das mal schon nochmal. Ja, ganz, ganz schnell. Durchwaschen! Ja! Hätte ich hier schon am Anfang Elektro kriegen können? Nee. Und wie gesagt, ich muss das Level nicht beenden. Ich mache dann einfach hier, ja, try again und dann ist trotzdem alles safe. Müsste sein. Das mache ich jetzt auch, glaube ich, nicht immer, weil ich weiß ja, dass es später... Ja, später gibt es unfassbar eine gute Möglichkeit, um halt auch ganz schnell an Fähigkeiten zu kommen. Ne, dann gucke ich so von wegen, okay, in dem Level brauchten wir das und so. Also gehe ich dann mal ganz schnell hin. Oh, warte mal, jetzt ja ganz kurz. So, zack. So, das wird die richtige Farbkombo, oder? So, ne, wow, okay, gut. Ne, da braucht man halt später halt noch ganz komische Gegnerkombinationen, die es halt im Level selber nicht gibt. Und dann weiß ich aber von wegen, hey, ich gehe einfach in Level XY später, hol mir ganz schnell die Fähigkeit und kann dann nämlich auch die Fähigkeiten behalten, indem ich einfach, ja, das Level wieder sofort verlasse mit Try Again, sofort wieder raus aus dem Level und dann habe ich die Fähigkeit trotzdem. Das sollte eigentlich, also Backtracking, ja, es sollte aber vergleichsweise sehr, sehr schnell gehen. Find's auch sehr schön, dass Kirby die Fähigkeiten hier nicht verlieren kann, ja, wenn er ein paar Mal getroffen wird. So, ne, wenn man Kristalle hat, an deren Stelle sind dann einfach große Sterne, die ja auch nicht schlecht sind, nochmal mitzunehmen. Dann kriegt man hier schön viele Leben mitunter nochmal. So, ganz schnell, ganz, ganz schnell. So, der Typen da auch hier den komischen hier. Was? So. Oh, nochmal ein Leben? Oh, man kriegt ja sogar durch die Bosse sogar. Crazy. So, dann sind wir gleich da. Da war es auch wieder ein erfolgreicher Part, hoffe ich jedenfalls. Ja, ne, wenn es jetzt hier so ganz schnell ging, von wegen den ersten Schlüssel für die Barriere findet man am Ende des Levels und dann kann man nochmal am Anfang machen. Ja. Ne, selbst wenn ich jetzt, gewusst hätte, dass wir hier Elektro-Stein brauchen, das hätte ja sogar geklappt, ne, weil es beide Komponenten in dem Level gibt. Später ist es aber nicht mehr so. Na, Kirby, komm schon, sei cool. Kirby, sei cool. Dillin-dün, holt uns gleich wieder, Wardle, die holt uns wieder raus, schnell! Wie lange hält dieser Ball eigentlich? Boom, 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 boom. Alter, der hält ja unendlich lange. So lange, wie ich den Knopf gedrückt habe und hier rumbounce. Nee, okay, anscheinend doch nicht. Okay, da ist er, los, schnell raus, dann sind wir auch schon da. So, jetzt geh auf, du Olifant. Boom, oh. Und zack, Nummer 3, eingesammelt. Und ja, dann machen wir einfach Try again und müssen es alles haben. Seht ihr? Ist doch easy going. Ja, was jetzt nicht ganz so easy ist, ist den Part zu beenden. Ja, es tut mir leid, es ist wieder Zeit. Am nächsten Mal geht's hier ins nächste Gebiet und vielleicht schaffen wir so 2 Level pro Part, ne, wenn ich mich richtig schön umgucke. Und dann, ja, das. Ja, wir sind Level 2, das Spiel hat 6 Level. Ja, macht euch, glaube ich, auch einen schönen Überblick, wie lange ungefähr dieses Projekt gehen wird. Aber hey, mir macht's jetzt immer noch die ganze Zeit voll Spaß. Also vielen Dank wieder für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss!